Hero. Life is just a game. You have more fun playing it. Sie gefunden, die Shark. Ich sitze echt in einer Shark. Wahnsinn! Ah, jetzt merkt man, dass es eingefahren hat. Das spürst du beim Fliegen. Ja, ja. Und diese, das geht weg normal beim Fliegen jetzt. Ja. Und diese LED-Leuchtenlampen kannst du einstellen für. Ah, das kann man dimmen, ja, ich sehe das. Aber normal fliegst du so. Ja, ja. Und? Wir haben eine Sirene, 130, 35 Dezibel. Ja.
wenn du ohne Fahrwerk, deswegen ist diese Sicherung jetzt hier, es würde sonst nicht funktionieren, ohne Fahrwerk landen würdest, es fängt an zu schreien und blinken. Okay. Ja. Und dann haben wir sehr geil. Drei Grün, aber hier kannst du auch kontrollieren, optisch. Aha. Tatsache. Unkompliziert. Ich kann da starten, wenn das Bugler ein bisschen vom Boden weg, dann fliegt das Ding halt los. Und ob er ein bisschen schneller oder langsamer fliegt, ist Banane. Ja. Der kann den Wüst um die Kurve nehmen, das darfst du mit Motorflugzeug nicht machen, da fällst du runter. Ja. Und der kann das einfach machen, da passiert nichts, weil wir haben die Flächenbelastung gar nicht. Der reißt den mit 250 um die Ecke rum, da darfst du bald die Bomben rausfliegen. Ja, lass ihn machen. Passiert nichts. Ja, der tut halt. Dann ist halt mal wüst. Ja. Jedes Mal, wenn wir starten, gehen wir ganz vorne an der Piste los. Und an der Schwelle. Wie lang ist eure Bahn? Die sind 1200 Meter. Ah, ja. Wir gehen ganz vorne los. Muss 408 Meter zurechtkommen. Und an der Schwelle nehme ich die Räder in die Luft. Okay. Also wie schon fliegen. Was willst du noch holen? Ja. Kannst wegnehmen. Zack, liegt. Ja. Wenn der 60 anzeigt, nimmst du ihn weg. Und die 60 habe ich vom Anfang der Piste bis zur Schwelle habe ich die. Ja. Umgekehrt genauso, ich dir, kommst du an und landest spätestens an der Zahl nach der Schwelle, wo die Zahl die 2,5 ist, da stehen wir. Okay. Dann wird immer gefrotzelt über die Frequenz, gell? So, ja, die Landegebühr, da schreibst du mal nur ein Achtel auf, weil ich nutze die Piste ja gar nicht mehr. Ganz genau. Wie ist es denn eigentlich mit der Sonne? Weil durch diese riesen Glashaube, jetzt gehen wir mal davon aus, du fliegst jetzt mal, keine Ahnung, etwas längere Strecke, 300-400 Kilometer. Wie ist es denn da? Ich habe so eine Folie, ja, die kannst du oben reinbecken. Ich weiß, dass es da so blaue Folien, glaube ich, gibt, ja, habe ich gesehen. Ich habe mit so kleinen Punkten kann man durchgucken, aber beschattet richtig. Okay. Ja, und die kann man einfach, jetzt ohne Übergangszeit mache ich es nicht an, aber wenn es jetzt mehr Sonneneinstrahlung wärmer wird, dann bräuchte ich nur hinhalten, dann von innen aus so langsam die Luft rausstreichen und dann bleibt das oben dran. Ah, okay, cool. Dann hast du schönen Sonnenschutz, ja. Das kann man auch einfach wieder schnappen, wenn es stört, einfach schnappen, runterreißen. Ja, ja. Und weg. Und das war bei der Shark halt anders, selbst im hinteren Sitz, gell, wow. Das ist halt auch eine mega Kanzel. Ja, das ist ja obergeil, ja. Und dann, wenn du dann überlegst, wenn ich mit 280 durch die Gegend komme, ja, was ist denn da jetzt noch gleich weg? Ja, da ist von uns aus Venedig halt 3 Stunden. Ja, genau. Boah, wenn überhaupt, gell? Ich weiß, das ist ja das Schöne dran. Ah, 2,5. Ja. Und vor allem dadurch, dass es ein UL ist mit dem Rotax-Motor, halten sich halt die Kosten vom Sprit auch in Grenzen. Ah, die Karre habe ich nur CSL. Das hat ja 1,4 Liter Hubraum, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Die Karre habe ich nur CSL versichert. Ich habe noch nie mal eine Casco drauf, gell? Okay. Das ist doch nichts. Kostet mich 1 Euro am Tag Versicherung. Wie schnell ist ein Euro ausgegeben? Naja, natürlich. Da lässt du einen Kaffee raus, weg ist er, gell? Ja. Apropos Kaffee, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich suche mir jetzt hier mal einen Kaffee. Soll ich dir mal was zeigen? Vielen Dank. Ach, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Heißt das jetzt, ich kriege einen Kaffee von dir? Genau. Magst du nicht den Cappuccino, oder? Mein Name ist übrigens, ich bin der Andi. Ja, so, Thomas, ja. Nebenbei mal, ich bin übrigens der Andi. Ja, wenn du Cappuccino hast, bin ich dir dankbar. Ja, dann machen wir das richtig hier. Ja. Ist ja der Wahnsinn. Jetzt kriege ich ja noch einen Kaffee. Eigentlich mag ich jetzt für immer hier bleiben. Ja, ich bin echt verknallt in das Flugzeug, ohne Scheiß. Das ist schon.
Oh, ich sehe schon wieder das nächste geile Comco Icarus. Yeah! Wahnsinn! Voll der Papierflieger. Also wir fliegen mit 80 und 100 PS. Ja. Ne? Hier ist der Einspritzer drin. Braucht man das? Ich weiß es nicht. Ah, da ist der Einspritzer schon drin. Okay. Genau, das ist der Tank. Tank ist hinten. Stimmt. Und man kann, also die kann man unterschiedlich sich ausstatten. Ne? Man kann zwei Tanks reinmachen. In meiner Maschine sind zwei Tanks. Dann kann man hier auch so eine Box reinmachen, kannst du Gepäck rein. Ja, ne? Ja. Also alles. Das ist ja Wahnsinn, dass das eigentlich alles auf einer Aluminiumröhre aufgebaut ist. Faszinierend. Ja, deswegen ist sie so leicht. Ja, ja. Sie ist unter 300 Kilo. Passt. Das ist dann die einzigste Bremse, gell? Die Bremse, ja. Der genau. Ja, genau. Das, habe ich auch schon mitbekommen, genau. Und hier ganz normal die Ruderpedale. Schön. Ein Traum. Es ist ja. Einfach ein schönes Sie ist gutmütig, sie verzeiht viele Fehler, da fliegt er immer noch. Es ist einfach ein gegebenes Flugzeug. Ja. Man muss halt wissen, was man möchte. Es gibt die Leute, die wollen lieber das, was hier in der Nebenhalle steht. Hightech und mega schnell, weiß ich nicht, 300 Stunden Kilometer von A nach B.